consider that it can carry out flights such as rapid rescue search and rescue assignments at a speed of in excess of 200 knots. Die Drohne 28NG hat über diese Modernisierung ein enormes Einsatzspektrum bekommen. Langsamflug bis unter 80 Knoten, Sensoren, Checking mit 110 Knoten, schnelle Such- und Rettungsaufgaben bei über 200 Knoten. A very big, roomy cockpit, carefree engine management system, enabling you to move the throttles rapidly with impunity. All of this is added to by the aircraft's extreme short takeoff and landing capabilities, which you're going to be seeing very shortly, actually, as Franz Huber's about to do a very short landing. Now, this enables the Dornier 228 to land on extremely short runways, and one of the most extreme examples of this is the fact that it's one of only two types of aircraft permitted to operate from the airport at Lukla. Now, Lukla is in the Nepalese Himalayas. So very rugged, very tough aeroplane, perfect for operations, long-range operations over water and over rugged, impassable terrain. Die Einsatzmöglichkeiten der Dornier 228 waren schon legendär. Mit der NG wurde das Ganze noch ein wenig erweitert. Abgesehen von der No-Kurzstart, Kurzlandefähigkeit, auch dann dahingehend, dass Spezialeinsätze über Wasser, unwegsam Gebirge, der Einsatz im Auftrag von Regierung oder Militär. Und hier sei mal angemerkt, dass also auch in Deutschland, im Nordholz bei Cuxhaven auf der Marinefliegerstützpunkt, die Dornier 228 eingesetzt wird, um die Verschmutzung der Nordsee zu überprüfen.